Hallo, wir sind die Hans-Böckler-Stiftung, die Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Benannt haben wir uns nach dem ersten Vorsitzenden des DGB, Hans Böckler. In unserer Stiftung haben wir viele vielfältige Aufgaben. Doch am liebsten fördern wir junge Talente. Ja, mein Name ist Mohammed, ich bin 27 Jahre alt. Ich bin Stefanie, 24 Jahre alt und ich studiere Biochemie. Ich heiße Klevi, Klevi Muka. Ich bin Jana, bin 24 Jahre alt. Ich heiße Mohammed Reza Nick. Mein Name ist Vanessa, ich bin 22 Jahre alt und seit dem ersten Semester werde ich von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert. Nicht schwer zu erraten, dass wir arbeitnehmernah sind und besonders diejenigen fördern wollen, denen die akademische Karriere nicht in die Wiege gelegt ist. Das klassische Arbeiterkind, würde ich mal sagen, bin ich. Also ich wollte schon, seitdem ich ein kleines Kind bin, immer an die Universität gehen. Das war so mein Kindheitstraum. Ich bin geboren in Teheran, Iran, und meine Mutter musste dann aus dem Iran fliehen. Da war ich 10,5 Jahre alt. Also ich komme aus einer sehr großen Familie, aus einer 8-köpfigen Familie. Ich wollte immer Schauspieler werden. Seitdem ich 7, ich wollte immer Schauspieler werden. Das war mein Traum. Jedes Jahr nehmen wir ca. 550 neue Stipendiatinnen und Stipendiaten auf. Ja, ich habe ein bisschen daran gezweifelt, ob sie überhaupt Erfolg haben wird, weil, ja, wenn man hört, Gartenförderungswerk, weiß ich das ja irgendwie so, na gut, ich muss irgendwie eine 1,0 haben. Aber ich dachte, ich versuch's einfach mal und vielleicht klappt's ja. Dann mein Lebenslauf 15 Mal überarbeitet bestimmt. Ich glaube, ich habe meine Bewerbung eine Stunde vor der Frist gesendet und dann gab es technische Probleme und dann wusste ich nicht, ist meine Bewerbung eingegangen und letztendlich ist meine Bewerbung eingegangen, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Wir vergeben Stipendien für Studierende und Promovierende aller Studienfächer und auch für Schülerinnen und Schüler auf dem zweiten Bildungsweg. Bewerben kann man sich zweimal im Jahr. Das Verfahren hat dann jetzt bei mir angefangen mit einem Bewerbungsformular, was ich online ausfüllen musste. Nach der Online-Bewerbung wird man eingeladen zu zwei Gesprächen, Gutachtengesprächen. Einmal mit einer Vertrauensdozentin und einmal mit einer STIP-Gruppe. Das heißt, die STIP selber bestimmen auch mit, wer aufgenommen wird und wer nicht. Und dann war ich ganz aufgeregt, als ich dann nach Düsseldorf eingeladen wurde, zur Stiftung selbst. Und vor diesem riesigen Gremium von Leuten, also diese Auswahljury. Und die lesen sich dann die gesammelten Gutachten durch und alle Unterlagen und entscheiden dann auf Basis dessen plus eines weiteren kurzen Gesprächs, wer aufgenommen wird. Und dann, als der Brief kam, dass ich dann angenommen wurde, war die Erleichterung groß. Sie sind angenommen. Und dann haben wir so, was? Und dann ist man in der Stiftung. Wir haben es gefeiert, ja. Klar erwarten wir überdurchschnittliche Leistungen. Für uns zählen aber nicht nur Noten. Für uns zählt deine Geschichte und dein Engagement. Ich bin Verdi-Mitglied und habe in meinem Ausbildungsbetrieb dann auch die Jugendausbildungsvertretung dann mit aufgebaut in der Klinik. Ich engagiere mich auch bei einer Organisation, die hilft sozusagen die neuen Leute, die nach Deutschland gekommen sind, bei der Wohnungssuche. Ja, also ich bin beim DGB im Stadtjugendausschuss vor allem viel aktiv. Also die IG Metall in meinem Betrieb ist sehr stark vertreten. Ich war in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Wie hieß das nochmal? Vorsitzende. Genau, Vorsitzende war ich. Also schon ziemlich lange arbeite ich bei meiner ehemaligen Austauschorganisation. Die Organisation ist halt hauptsächlich ehrenamtlich getragen. Ambitionierte Bewerber und Bewerberinnen, die sich gesellschaftlich oder gewerkschaftlich einbringen, haben bei uns die besten Chancen. Denn wir fühlen uns neben Werten wie Freiheit und Selbstbestimmung auch der Gerechtigkeit und Solidarität verpflichtet. Die Werte Mitbestimmung, soziale Gleichberechtigung und so weiter, das sind auf jeden Fall die Werte, das ist quasi meine Identität, dass ich dafür stehe. Es ist wichtig, eine intersektionelle Perspektive zu haben, wie eine Gesellschaft gut miteinander leben kann, ohne Menschen auszuschließen, ohne Menschen zu diskriminieren. Da werden ja Impulse gesetzt und diese Impulse finde ich sehr wichtig, um am Ende MultiplikatorInnen zu haben, die diesen sozialen Gedanken, das es ja bei uns gibt in der Stiftung, diese Gleichberechtigung und Mitbestimmung weiterzutragen. Woher du auch kommst, wir freuen uns über alle Bewerberinnen und Bewerber.
Unser Stipendium beinhaltet neben finanzieller Unterstützung den Zugang zur sogenannten ideellen Förderung. Das heißt, wir bieten dir Seminare und Exkursionen zu vielen spannenden Themen, Beratung und Netzwerke mit Gewerkschaften, Politik, Wissenschaft und unseren rund 20.000 Alumni. Vor kurzem habe ich erst ein Seminar besucht, ein Online-Seminar über 2 Tage. Es ging um unser Gesundheitssystem. Und das andere, was ich gemacht habe, war das Clustertreffen. Es war so gut gemacht. Also da haben sich die Organisatoren so viel Mühe gegeben. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen am Bildschirm. So was hatte ich halt im Vergleich zu den Vorlesungen gar noch nicht. Auslandsakademie in England. Hoffentlich darauf freue ich mich mega. Es ist leider ist online. Wegen Corona, genau. Aber da habe ich mich angemeldet und bin jetzt dabei. Man lernt ja nicht nur aus Büchern. Bei uns kannst du Erfahrungen sammeln, Menschen treffen und außerdem netzwerken. Und tatsächlich, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich beworben habe, hätte ich ohne ein Stipendium nicht studieren können. Ja, also in erster Linie nehme ich das Stipendium vor allem als Privileg wahr. Aber natürlich ist es auch eine Wertschätzung dafür, dass ich mir eben Mühe gebe. Ja, also ich konnte mich auf mein Studium fokussieren. Also ich habe mir keine finanzielle Sorgen gemacht. Aber es ist halt nicht nur die finanzielle Unterstützung. Ich konnte Netzwerke aufbauen. Und ich finde es einfach nur toll, mit Leuten zu sprechen und zu interagieren und sich auszutauschen, die halt auf einem Level sind mit einem, die dieselben Werte vertreten, die für dasselbe einstehen. Und dann fühlt sich das irgendwie auf allen Ebenen immer sehr gut an, dass man dieses Stipendium hat, diese Möglichkeit hat. Ich denke, das ist eigentlich das Wichtigste bei der Bewerbung, dass man das Gefühl hat, wenn angenommen, ich werde wirklich aufgenommen, ich bin da gerne drin und ich kann das auch vertreten und mit Stolz sagen, ja, ich bin bei der Hans-Böckler-Stiftung. So viel zu uns. Und jetzt wollen wir dich kennenlernen.